Kommt der Bart dann mal kurz hier ins Game? Lennox. Mach ich. Save and exit. Der Erfolg. Hast du die Empfehlung für Hamadin? Hm? Bild und so halt. So, komm, Fate, Proc. Das Proc gar nicht. Du bist safe, dass er für dich tellt. Ich weiß nicht. Er hat sich gemutet. Müssen doch dann alle rausgehen, eh aufs Spiel, oder nicht? Guten Tag. Die Überwache sollen gleich starten. Aha. Du musst ja dann Telen, oder? Telen? Dass ich direkt so ein Ding ein kann, oder? Also dort an Touchpad ist gerade geschrieben. Ja, Isol werde ich zu dir ziehen halt. Also die kleinen Dinger und sowas da, diese. Echt relativ. Da kann er aber eigentlich noch mit drin bleiben, einfach für den Pass. Kannst auf jeden Fall schon auch reinkommen, Dave. Links an Touchable wirft ja gerade die Keys auf. Ich mach dann aber die Dinger jetzt auf hier, genau. Meinst du, die Kleinen sind nicht so easy? Aber da sind keine. Ich weiß, Dudi kann man hinlocken, da ist kein Mob in der Nähe oder sowas, nämlich, gell? Dudi ist komplett einzeln oder so. Wenn ich so kannst du das zum Anfang locken, wo der teleportet. Haben wir auch nochmal Tränke hingeschmissen. Ja. Ich mach dann die Portale jetzt hier in dem Game auf jeden Fall auf. Ja, denkt dran, nicht mit, alle mit Abstand. Ja, mit Abstand. Bei einem schönen. Ich kenn mir auf hier. Zack. Portal Nummer 1. Error. Fakten. 8. Portal Nummer 2. Ich weiß jetzt auch genau, wie du das machen musst, und was mit deinem. Wie ich meine Buffs. Wie ich meine Buffs mache, das haben wir ja nicht getestet. Ja, du meinst mit dem Dings. Fate. Fate habe ich. Fate und so ist gerade zum Beispiel aktiv oder so. Ich weiß nicht, wie lange das hält, muss ich sagen. Dann nochmal hier unten. Ich habe mich in die Flamme halt immer so beim Nichts eingestellt, beim River Flame. Ich hab Max Block. So. Und dann gehe ich jetzt einfach. Wo gehen wir zuerst hin? Gehen wir zuerst ins Studio-Ding rein? Oder? Nein, ich bin hier. Was erstens. Welches was? Weißt du, welches ist? Forgotten Sands ist das, ja, oder? Ja, Studio-Ding. Ja. Forgotten Sands ist Studio. Und dann kommt der Barb und der Barb geht rein und bufft. Mit Barb-Buffs. Ja. Wait, give me a second. Ich hab mein Dings noch nicht. Der sollte nicht fehlen. Der startet mit Live-Tap. Welche Taste mache ich mir das? Jetzt hättest du so umfallen müssen. Tor geht auf diesen Feuerball. Blub, tot. Okay, wir bleiben hier stehen und du lockst du dir hierher, gell? Also ich soll mit drin bleiben hier, oder was? Ja, du kannst, du buffst, Dings. Genau, oh. Dass er weniger Schaden macht. Kann er ja auch noch machen. Geht gut down. Tut er auf jeden Fall. Ich glaube, du bist auch so der leichteste, kann das sein? Die letzten Prozente werden jetzt hier gleich übler. Ach, stimmt, durch Dave seinen Follower kriege ich Dings ja. Habe ich ja keine Mana-Probleme. Weil das war eben, dass der Punkt mit dem Mana. Aber für dich ist kaum Leben, oder? Für dich ist gar kein Leben. Ja, nee, ich habe mich gegen. Live-Tap. So. Das erste Organ jetzt für dich leben übrigens. Vielleicht hab ich auch noch drauf. Kannst du einfach mal draufhauen, Dave. Ich glaube, jetzt würdest du ihn sogar killen. Weil. Das sind einfach diese letzten Prozente quasi. Hey, nicht draufhauen. Das macht ja nichts Böses, wenn du drauf haust. So. Was soll denn die Soll machen?
Isol dauert aber kurz, aber ich muss den halt hinlocken. Ne? Jo, ich spreche kurz Malle an und repariere mich auch kurz. Hm. Nicht, dass der Dings rot wird. Ein Furnace of Pain. Furnace of Pain. Du lockst den auch hier hin, oder wie? Oder ist er zum Portal da? Nee, der kann teleportieren. Ah, gut, gut. Ich such den und lock den dann noch um. Ah, jetzt ist mein Dings ausgegangen, mein Fate. Soll ich es denn wiederholen? Ja, natürlich. Ja. Weil das ist ja Ultra Physical Resistance. Meine anderen Resistance sind ja quasi Max, aber es gibt ja Physical, das ist ja das heftige. So, River Flame. Ah, mies. Erst noch Dings holen. Die Chest anziehen wieder. Chest zu switchen. Ich hab die so schon gefunden. Ist schon hinter mir. Du lockst ihn einfach passend dahin, oder? So, zack. Zack. Auf Flame. Brauchst du nicht erst in UT Fate holen, oder wie? Also ist hier schon noch Overkill. Ah, guck mal jetzt an. Dann habe ich das nur so ein bisschen mal drin. Lisa, du bist doch. Komm doch mit. Vielleicht, dass er hier mit rüber portet. Vorlands. Port doch. Spasti. Haha. Ja, du überlebst es auch gut, gell, ne? Ich ja. Oh doch, du. Hey, Spasti. Ich werde ungern die ganzen kleinen Dinger da alle mitziehen. Oh, Pitlord. Ist doch der Pitlord, oder nicht? Ja, es ist ja auch. Was da hin? Wenn du hier rüber geportet kommst, vielleicht kommt er dann auch. Lock nur keine Gegner hier, gell, ne? Ab. Da kann er nur hier an die Kante. Ja. Da sehe ich nur ihn, wie er hier. Ja, kann der nicht drüber porten, ne? Ah, hier könnte. Ja, hier ist er. Okay. Weil er hat noch ein Ding dabei. Ja, da ist er. Ja. Wie es dann am Anfang übergeht. Ja, den Anfang kann ich auch noch mit runterhauen, ne? Ach, stimmt. Ist 25 oder sowas, gell, ne? Nee, 50. 50. Das wäre krass, wenn ich jeden Boss auf 50 runter. Auf 50 runterhauen könnte. Jetzt kannst du, glaube ich, auch drauf hauen noch. Letzten Prozent dauern nämlich am längsten, sonst. Noch mehr Fist aus dem Brain. Na. Und da ist halt mit Abstand der Schlimmste. Ja, Poison. Aber kannst du auch hier locken? Ah, ich glaube, da ist eher ein Portal setzen, fast im Raum. Okay. Euch. Den Poison? Das Poison und die Emilie-Tech ballern beide übelst rein. Mal, was für ein Schild spielst du? Natürlich. Oder was? Lars halt. Achso, einfach ein Schild mit Full Resistance mit Diamonds. Ja. Einfach knapp 100 Resistance gibt. Ich hab so einen Radarman Spare, da wegen Poison halt. Poison Resist 75%. Ja. So habe ich 90 All Resistance. Ich habe Andariel gefunden. Machst du ein Portal da oder wie? Oder? Ja, ich versuche die da ein bisschen wegzulocken. Kommt ja auch ganz gut hinterhergerannt, sage ich mal. Boah, das Gift sieht echt sick aus, Junge, in Resurrected, holy shit. Ihr Gift, sein Gift? Ja. Uiui. Da will man fast getroffen werden. Mach mal diese Scheiße kaputt, guck mal hier. Kommt sie nicht? Okay, sie kommt echt was mit. Ja, aber was. Wie hast du denn das geschafft, so ein Schwert zu aggroen? Ja. Hier, nee, das kam ja aus der, dem Baron. War wird von einem schwebenden Schwert drin getötet. Ah, Dario steht halt absolut nicht einzeln da irgendwo. Ich muss mich kurz entgiften. Ja. Entgift dich mal. Entgiftet dich. Oh Gott, ich die Treppe nach oben gehen. War irgendwie nicht drin. Im Matron-Stand. Da geht's ab. Kannst du überhaupt noch ab? Nee, oder? Kannst du ruhig nochmal was geben, aber was ist eigentlich noch ab? Ich meine, hier deine Brust, die ja auswechselt. Nee, du siehst doch, dass ich noch so durchsichtig bin. Dieser Effekt, dass ich so durchsichtig bin. Das ist der von der Brust, das Fade. Mhm. Auf 500 Sekunden oder sowas. Ich sag mal so, bei der ist es eh egal, ob ich jetzt hier die Physical Resistance davon hab, weil die Poison-Schaden macht.
Sie will halt aber auch gar nicht kommen gerade. Da jetzt mal wieder. Ich habe auch noch einen Large-Charm mit 29 oder sowas oder 26. Mein Inventar ist voll, quasi. Die Sache ist halt, wo. Ich weiß nicht, ob du vielleicht irgendwie zwischendrin noch mal mit dem Hammer-Dien reinkommst, um die Esser einfach zu killen. Das ist ein Mobster, aber. Aber wie gesagt, mein Hammer-Dien ist leider auch nicht richtig gut, weil die ganzen Charms von dem auf jedem sind. Und der Gürtel. Wenn sich so irgendwie gefuchst kriegt oder so, dass ich einfach draufballern kann, ist ja okay. Dann nur fragen, was von dem, ob sie in einem Haufen drin steht. Ja, ich weiß nicht, der Haufen macht dir ja auch Damage, sag ich. Naja. Also ich frage, wie groß der Haufen denn ist, wenn. Und die Succubus-Debuffs sind auch echt nicht geil. Ach, stimmt. Naja. Oh, ich glaube, ich hab. Ma. Wird an Dalia auf der Karte angezeigt? Nee, eigentlich nicht. Ja, da oben hat ja irgendwas geflackert oder so. Wieso hast du da oben freigedeckt überhaupt? Ach, Dave hat oben. Du hast oben ein Portal gesetzt, oder wie, Dave? Jetzt kommen die ersten Mobs übrigens an, Dave. Lass uns hier ein paar. Aber die kann ich ja einfach downballern, gell? Bitches, ja. Wenn du einzelne Weihwürste hinballerst, die gehen auch down. Easy. Wenn ich die halt bis zum Anfang locke oder so, ist das halt. Ist klar, dass die da mitkommen, da sind diese hässlichen Sperrdinger dabei. Ja, ja, ich. Wenn es immer nur einzelne sind, kann ich töten. Du bist nicht mehr unsichtbar, by the way. Ja, ja. Ja, du lockst auch ein Schwert an. Ja, ein Schwert. Ja, die kann ich ja auch noch hier downhauen. Easy. Ist es denn, soll ich einfach hier, bis sie der Shunter und sowas töten? Nee, nee. Ich kann dir die auch lowhauen, aber so auf Half-Life. Ach, das sind diese Haufen hier. Ich hab da immer einen Curse draufgehauen für dich. Machst du schon. Du tust mal hier Fate, du tust draufhauen, oder wie? Das mit dem Legion, oder was? Hab ich da jetzt, oh mein Gott. Darius Hayes, sie hier? Da sind ganz viele von den Dings. Ich hau die gerade einzeln weg. Ja, die haben Leech drauf. Ah, Permaz zählt hier einfach. Du hast gar meinen Smite, ich hab aber nicht so viele Gegner. Die letzten Prozentchen dauern halt immer am längsten. Achtung, Dave, ich hau mal irgendwie seine Jacke da bei dir. Ist deine Waffe rot oder? Nee, nee. Bei mir, mein Gear ist nicht mehr gelb. Nur halt durch Gegner für Gegner dauert es halt echt ein bisschen. Warte mal, ich stelle mal ein Portal. Weil ich kann meinen Gleiter noch holen. Ja, brauchst du natürlich nicht sterben. Boah. Und dein Begleiter, damit ich wieder Mana hab, oder? Hast du Mana-Probleme da, oder? Ja, ohne deinen Begleiter war es schon ein bisschen eklig, muss ich sagen. Dann droppt es halt irgendwann, dann müsste ich halt dann jetzt eine Lifetrack-Potion machen, ansonsten halte ich mich halt gegen. In Wörterstum werde ich halt die Potions rausballern. Bis jetzt musste ich ja noch keine rausballern. Wenn ich mich hier mit Mana Potions für den voll machen. Jo. Der Haufen ist weg. Und dann Dalek kommt jetzt halbwegs. Hier vorne, irgendwo? Ja, warte. Wir sind Succubus. Achso, ja. Wir ja, sind halt einzelne Succubus. Ja. Weil die geben auch Curse und sowas, und das ist auch super widerlich. Ja, ja. Ich sag mal so, hier in dem Raum könnte man sie halt fighten. Ne? Hier ist ja, halt wenn, sonst nicht viel. Ja, ja. Wenn die sonst so keine Succubus mehr sind. Hier noch ein Succubus da. Ich bin nur ein Succubus, die wir aber nicht haben. Ja. Ja, das sind hier halt noch unten standen. Aber ich glaube, mehr als das kommt halt nicht mehr. Vielleicht noch zwei von den Jägerinnen oder sowas und das war's. Aber im Blätter ballert er jetzt auch noch mit gut rein. So, ja. So, hier, die hängen an den Fässern da. Wie ich nicht sehen habe. Du kannst auch herlocken, Dave, meinetwegen schon jetzt den Rest. Aber jetzt da ein, zwei Jäger noch sind. Nee. Ja, Jeff Wurst. Voll dann auf Andi voll ein. Ja, da kommt sie. Ja, ja. Ich komm grad nicht hin, weil der Barbell. Doch, hab ich dafür. Er sterbt hier. Ja, du stellst halt im Weg.
Ich kann mich nicht stellen. Ich konnte mich da nicht bewegen. Du hast dich halt zwischen mich und Dings gestellt und Lilith. Und ist der vierte dieser hier, gell? Lilith. Und dann UT aufmachst, sollte der Bub aus dem Spiel gehen beim Aufmachen. Als Game bugged, jojo. Ja, sie hat noch ein Stichelchen, das letzte Stichelchen zieht sich am längsten. Ja, bloß daran. Aber sie macht mir echt nicht viel Schaden. Also, das Gift geht von ihr voll. Vielleicht nur, wenn das so ein Haufen Jäger noch wäre oder so, dann wäre es vielleicht eklig. Obwohl die mich auch nicht alle auf einmal hängen, treffen können. Ja. Alle drei Organe sind einmal zusammen. Also, falls das Game buggt, soll der Bug kurz rausgehen, dass wir, dass er zur Not nachjoinen kann, oder wie? Meinst du? Untouchable? Auch gekauft, wird gerade installiert. Nice. Lieber nicht aus dem Game. Falls Game bugt. Ah, lieber nicht aus dem Game. Ah, okay, okay. Falls Game buggt und du stirbst. Ah, okay, okay. Ja, ja. Jo, ich mach dann auf. Zack, ist auf. Und jetzt muss ich auf jeden Fall wieder Fate Effect holen. Hm? Schlimmsten Plätze überhaupt. Letzte? Ja, wo die aufgemacht ist. Da unten. Ich fand das cool hier unten bei meiner Tour, weil ich mir halt immer die Fate Armor schnappen muss. Und ich muss daneben zu dem zum Schmied zum Reparieren. Alles mal. Kannst du kurz mit Frigid Highlands bauen? An diesem Buffy Buffy? Geh bei dem Port. Mal sehen, wann es blockt. Richtig in der Flamme drin. Richtig dann, oder? Aber man muss ja eh aufblasen, aber. Ja. Aber geht Lars jetzt nicht eigentlich alleine durchs Portal? Ich gehe mit dran, ich pull ihm die einzeln hin. Du musst dann rausgehen am besten. Ich denke, wenn ich vielleicht. Du kannst mir nochmal. Ja, mach es so. Ich denke, das wird schon passen. Also. Eigentlich passt das vom Dings her. Vom Schaden her. Du musst nochmal. Kommst du Frigid Highlands? Jo, ich komme auf Frigid Highlands. Ich habe Frigid Highlands den Waypoint nicht. Gib mir mal einen ab, weil mein zweiter hat den aber nicht. Da Schnuppis Portal oben ist da. Jawohl. Okay, hau raus. Okay, zack. Okay. Ich hab'n. Ich würde mich freuen, Untouchable. Necrotorch? Also, ich hoffe ja am besten auf eine Amatorch. Die Amma ist so leer bisher. Mephisto, komm schon. Ich stehe hier oben in dieser Ecke, wenn ihr rein, gell? Ich gehe auf Mephisto. Geht gut down, Mephi. Amma hat er. Läuft. Trade, falls er wünscht. Kriegst du ordentlich Damage. Ich habe gehört, eine Pala-Torch, damit die Überwasser noch ein bisschen besser gehen. Ich habe gehört, dadurch, dass wir eben ein paar hintereinander machen, nämlich ja eh die erste für die nächsten Überwasser machen. Oder deine Rüstung, by the way. Ja, ja, das die Waffe geht immer broken. So schnell? So, erster ist tot. Mephi ist tot. Ja, ich geh kurz raus aus dem Game, ne? Ich geh kurz Stadt währenddessen, gell? Dann? Ja. Ohne einen Pot. Ich hab nur mit drin wieder auf den Dings zu wechseln, auf Lightning-Ding. Ja, um mich kurz gegen zu heilen. Ja. Also brauchst du doch kaum Pots. Du hast doch schon ein gutes Gear, sag ich mal. Ja, ja, es ist eher schon high-butted Smiter fast. Gar nicht so low-butted. Also bis auf die Waffe. Ich glaube, das Gear ist aber ziemlich gut. Nicht so viele Potions, aber es wird schon passen. Oh, nur wieder Barbuffs, ne? Ich gehe mal ganz kurz. Ich gehe Frigid Highlands, ne? Warte, Lars. Ja, ich. Ich brauch die Barbuffs. Ich gebe mir die Refresher auch nochmal. Ja. Du lockst hin und dann komme ich erst oder soll ich direkt mit reingehen? Torch wäre am schlimmsten. Ja, das stimmt. Sagst du Bescheid dann? Dave? Ja, ja. Gut. Okay, Mephisto. Ne, Mephisto sage ich schon, Junge. Ball steht eigentlich einzeln. Okay, ich komme. Du musst da unten rumgehen, ganz weit rechts. Rechts ist okay. Bin echt nicht schnell. Und hier vorne kommt er.
Ah, da ist er. Jawohl. Eichen. Mana ist was, alle. Jo. Eine Potion, die hast du. Er hat gerade echt Bock auf Dave, ey. What the fuck? Wahl. Machst du es da unten? Ich hoffe, das ist der richtige jetzt übrigens. Er hat sich gerade geportet, jetzt wusste nicht mehr, welcher wer war. Einfach gedrückt lassen. Nochmal den Retter schon zum richtigen. Hast du noch, Ja. Hm? Ne, alles gut. Schaden frisst ja eigentlich gar nicht, ey. Da habt ihr euch Gedanken gemacht, dass so wenig Leute wie möglich und alles. Sieht doch übelst easy aus da. Ja, aber mit mehreren Leuten wird's einfach nur schwer. Der Damage halt. Irgendwann kriegt man dann nämlich auf die Fresse, ab einem gewissen Punkt. Ne, es geht ja nicht um das, was du bekommst, sondern einfach um das, was du machst. Willst du mal kurz alle Bust refreshen, oder? Soll ich nochmal Fade refreshen, oder wie? Ja, ich brauche auch kurz Potions auch. Aber dann... Obwohl, eigentlich ja. Keine Ahnung. Wir können auch so machen einfach, wir können auch hingehen. Ja. Wir können Bust halten, ja. Der ist eh in der Mitte, Lars. Soll ich aber hingehen, oder was? Ja. Kannst du auf mich warten. Wäre sinnvoller. Achso. Jo. Also ohne Dings, Live-Tip ist kritisch. Ja, ohne Live-Tip ist kritisch. Ich habe eine 5% Chance, nur zu pocken. Ach, da ist er. Ich muss sagen, das ist schon ein bisschen her, dass ich hier drin war, mal. War ich nicht als Meiter. Ich weiß, das heißt jetzt immer, den hab da ein paar Tore gesetzt und bin gestorben. Ja. Ich war da mal als Summoner-Druide. Ich hab höchstens ein paar Mobs weggelockt und das war's. Gebührt mir dann die Erde für den Stream-Content. Mhm. Weil davon gibt's ein kleines Highlight dann. Auf jeden Fall. Die 2R-Hammer-Schwinge heißt da die. Die letzten Prozente dauern. So, nee, instant weg einfach. Wer die. Hä? Oh, nee. Nee, sie ist noch nicht. Sie ist noch nicht gedoppt. Sie ist noch nicht gedoppt. Ja, ich dachte gerade schon. Immer noch nicht gedoppt. Warte, was? Die ist immer noch nicht gedoppt. Du hast nicht den richtigen Ball getötet, der lebt doch hier hinten. Ja, ich sag, dann hab ich doch den falschen. Ey, ich sag doch, ich weiß nicht, ob ich den. Woran kenne ich das denn? Woran kenne ich das denn? Hab ich den richtigen getötet? Er wollte uns einfach nur scammen, Safe Call. Ey, da ist keiner gedroppt. Ah, sorry, du hast keinen gedroppt, ihr könnt alle rausgehen aus dem Game. Ey, jetzt ist das Highlight auch besser. Und Union, vielen Dank für den Resub, dankeschön. Oh, jetzt ist das Highlight am besten. Kämpfen. Jetzt ist es richtig gut. Ja, komm, er ist wieder weg! Wo ist er hin? Dave! Einfach gedrückt lassen. Ja. Hast du die Dinge Maus hast gedrückt? Wenn der am A. Der ist irgendwo hingeportet. Ich sehe es nicht mehr auf meinem Bildschirm. Ja, hier ist er. Ja, vor allem, du siehst es halt wirklich, wenn der stirbt, ne? Er lässt halt eine Torch fallen. Ja, halt, wenn er der Letzte war. Er wäre eben nicht der Letzte. Ja, der war der Letzte. Also, wer ist gestorben, der dann. Safe Call. Hier sind ein paar Hero-Standarten. Wenn ihr da auf die Bock habt, von denen sind mehrere gedroppt. Naja, für jeden. Ich hab zwei genommen. Noch eine Standarte? Gar nichts. Okay! Die Tasche vollmüllen. Leute! Paladin! 11 Attribute, 14 Resi. Das ist, glaube ich, nicht gut, aber es ist eine Paladin. At least eine Paladin. Ich glaube, das ist sehr schlecht gerollt, oder? Geht das nicht beides auf 20? Ja, das soll zwischen 10 und 20. Aber at least ein Parler. At least ein Parler.